So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ranger 2, Finsternis über Albia. Oh, ihr, oder soll ich nur sagen, Pokémon Ranger 2, Albia. Denn, naja, egal, das hatten wir schon oft genug, nicht wahr? Mit der Finsternis und so weiter und so fort, aber das kommt sicherlich bald, vielleicht. Egal, wir wollen noch zwei Aufträge machen, und zwar die einzigen, die noch übrig sind. Wolfgang Ranger, so sieht man sich also wieder. Ich bin es, der Duftsammler. Ach ja, ich hasse es, dir zur Last zu fallen. Aber würdest du einen weiteren Auftrag für mich erledigen? Was willst du? Du würdest dich vielleicht fragen, was in Wolfgangs Duftsammlung fehlen mag. Und das sind Smogmog und Skunktank. Haben wir den schon mal Skunktank gefangen? Also ja, ich bring's dir, aber... Ja, ist schon klar, das Mokmok war... Ach Gott, wo war das denn nochmal? Wo gibt's Skunktank vor allem? Wo gibt's Skunktank? Ich glaube, ich habe mich gerade wieder daran erinnert. Schon gut, ich brauche einen Staraptor. Bring jetzt mir meinen Staraptor! Nicht? Okay, dann halt nicht. Ich hoffe, hier ist auch eins, weil sonst müsste ich gleich nochmal den Weg... zur Wüste entlang gehen. Dort war nämlich auch ein Staraptor. Ich hoffe, du hast hier vielleicht eins. Nein, hier war nur Piper, ne? Stimmt. Ah, na gut. Dann eben nicht. Dann gehe ich halt nach links. Schön. Also das Skunktank war bei dem Ölfeld versteckt, wo ich hoffentlich nochmal hin kann. Und Smogmog war in Schloss Albia. Ich glaube schon. Ich meine nämlich, wir hätten bei einem unserer letzten Parts 1 gesehen. Wir waren häufig bei Schloss Almia. So, aber vorerst... Was? Ihr sagt nicht, ich soll... Weiß mir, verdammt nochmal, rück mir hier, melde dich nach deiner Foto, hier meine Fotos. Ist ja gut, ich bin noch nicht fertig. Mann, macht die mir einen Stress hier, meldet dich 1000 Mal. Gott sei Dank, dass wir nicht irgendwelche Nachrichten haben. Irgendwelche Nachrichtenprogramme, dass sie sehen kann, dass ich ihre Nachricht gelesen habe. Ach ja, ich habe gesehen, du hast die Nachricht gesehen. Warum bist du noch nicht hier? Na, ist ja gut, Rhythmia. Bleib mal locker. So, wo gehen wir zuerst hin? Zuerst zum Ölfeld, weil ich nicht weiß, ob ich da noch hin kann. Möchtest du auf Staraptor reiten? Ist das eine Frage oder was? Das ist der Tempel, das ist das Dorf. Das ist gar nichts, weil ich nicht hinklicken kann. Please. Ach, komm schon. Ah, Brodelande. Nein, das ist... Wo könnte das sein? Jeder wahrscheinlich, ne? Okay, alles klar. Funktion und gilt, sehr schön. Komme ich von da aus überhaupt weg? Jemals wieder? Ich weiß nicht, wo das hinführt. So. Hier müssten wir einen Skunktank fangen können. Ich weiß halt nicht mehr, wo genau es war, aber ich weiß, dass es hier war. Ich meine, wir haben ja eins gefangen und wir haben auch schon mal unabhängig von unserem... dafür, dass es... Also wir haben es sicher gebraucht und wir haben noch eins gefunden. Staraptor nehme ich mir schon mal mit, denn das brauche ich gleich wieder auf dem Weg nach Schloss Albia. Wie viele Kreise brauche ich mit einer super Ultra-Aufladung eigentlich? Schauen wir nochmal. Es wären 3 Kreise gewesen, wenn ich es nicht wieder mal grandios verbockt hätte. Och Mann. Schneller fangen, kein Schaden. Wieder mal Erfahrungspunkte, die kaum nennenswert sind. Och Mann, oh. Welchen Rang haben wir eigentlich? Rang 8. Was muss noch passieren, dass wir noch 2 Ränge aufsteigen? Also bei Ranger 1 waren wir kurz vorm Ende, als wir Rang 10 erreicht haben, glaube ich. Ich meine, das war so. Gucken, ob sie irgendwelche Leute hier zurückgelassen haben. Ich wette fast schon ja. Das ist Hundemon. Mann, es ist einfach zu schnell für mich. Hundemon. Du nervst. Warum stehst du hier rum in engen Gängen? Das ist nicht sehr nett von dir. So, Skunktank, nach wie vor. Where are you? Ich weiß gerade echt nicht mehr, wo der Weg lang ging. Ich meine aber, ja, das müsste der richtige Weg sein. Ölfeld, Versteck. Wie seltsam, wenn der keiner rumlungert. Außer halt wir. Ich war, da oben war das, genau. Dann weißt du, müsst hier irgendwo ein... wo hat er nochmal geforscht? Hier wahrscheinlich nicht, ne? Das war eine dieser 3 Türen hier. Doch, hier hat er geforscht, aber hier ist kein Skunktank. Hier ist kein Skunktank. Nicht eins. Oh, wow, ich bin entkommen. Ich bin dem Hundemon entkommen. Dem Zorn des Hundemon. Und hier ist kein Skunktank. Oh, habe ich mich etwa getäuscht? Das kann nicht sein. Du bist zu langsam, mach vorbei. Du kannst mich ruhig verfolgen. Ach, Gott sei Dank, okay. Skunktank, dürfte ich Sie bitten, mitzukommen?
Ich habe da einen Termin für Sie vereinbart. Ach so, ja, stimmt. Jetzt stößt sie ja hinten aus. So. Hoffen bei komischen Geräuschen. Guck mal, wie langsam ich drehen kann, aber es funktioniert. Also, immer schön mit der Ruhe. Und schon der Weinskog da gefangen. So, und wie gesagt, das andere müsste bei Schloss Albier sein. Und zwar rechts entlang auf dem Weg zu Vulnoda. Muss ich leider freilassen, Gengar. I'm sorry. Weil Barnett ist doch ein bisschen cooler als du. Ich weiß, viele von euch werden da nicht zustimmen, aber Barnett ist eines der epischsten Geist-Pokémon. Rein vom Sympathiefaktor für mich. Wobei ich Zwirklob noch lieber mag. Nein! Und Zwirfinst. Beide. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, wie habe ich das geschafft? Wie bin ich diesem Hundemon gerade entkommen? Es hat mich einfach nicht gesehen. Es hat mich nicht gesehen. Habt ihr das gesehen, wie es mich nicht gesehen hat? Was? Das ist wunderschön. Toll, jetzt müssen wir die ganze Zeit einen Skunktank mit rumtragen. Was höchstwahrscheinlich irgendwann, wenn es keinen Bock mehr auf uns hat, sich irgendwie bemerkbar machen wird, sag ich mal. Und zwar sichtlich bemerkbar. Du stehst im Weg. Oh, cool, aber hatte keinen Effekt. Dann wieder aufs Dach. So, Nummer 1 hätten wir damit also gefangen. Fehlt nur noch das Smogbug. Oh, wo ist mein Staraptor? Da ist mein Staraptor. Möchtest du auf Staraptor reiten? Hätte ich es sonst angeklickt? Ich glaube nicht. Schloss Albia. Schloss Albia. Touchscreen. Danke. Bam. Zu Schloss Albia fliegen. Ja, aber selbstverständlich. Bitte lass mich jetzt mich nicht getäuscht haben. Wobei, gerade hatte ich auch die richtige Nase für Skunktank. Aha, die richtige Nase. Das war nicht mal Absicht gerade. Das war doch nicht mal Absicht. Und es ist trotzdem passiert. Als hätte ich irgendwas dagegen tun können. Es kam einfach so aus mir heraus. Es sprudelte nahezu unaufhörlich aus mir heraus. Das ist ein Rosan, das könnte ich fangen. Mache ich auch. Warum, fragt ihr euch, damit ich hier ganz schnell rauskomme und endlich mal sehe, wie die Teleportfähigkeit aussieht. Rosana Wild greift an. Das ist doch nicht klar. So. Sehr schön. Immer schön langsam. Aber so haben wir immerhin die Umdrehung gut gemeistert. Was da? Das gibt doch bestimmt einen S-Fang, oder? Yeah. Aber so etwas von kaum zu glauben. Gut, Smogmog müsste irgendwo hier oben sein. Gleich müssen wir eine Treppe hoch und dann, ja genau, hier. Bitte, bitte, Smogmog. Jawohl, sehr schön. Dieser Duftsammler, der macht mich fertig, der Typ. So, ich gehe bestimmt einen Slimer, wo er das erste Mal haben. Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, das war klar. Der verströmt ganz schön viel Duft hier, der Kollege. Aber im Endeffekt ist es mir vollkommen egal, denn es nutzt ihm gar nichts. Oha. Fangen mit Lado 2, kein Schaden. Und wir kriegen einen A-Rang dafür, weil wir es in einer Fanglinie geschafft haben. Ja, schon gut. Barnett, I'm so sorry. Ich muss jetzt leider freilassen. Ich könnte natürlich auch Dragon hier freilassen, aber Drachenfähigkeit sieht ganz schön aus und deswegen würde ich die ganz gerne benutzen. So, Rosana. Wow. Das war knapp. Almost. Apollo, aber nur almost. So, dann fangen wir uns noch ein Staraptor erneut und dann können wir unseren Auftrag auch schon abschließen und dann gilt es, den Traunfugil-Auftrag zu meistern und dann haben wir alle Aufträge gemacht, die wir aktuell machen können. Also generell, die wir machen können, weil mehr gibt es nicht vorm Ende der Hauptgeschichte. Wo ist der Staraptor, was hier mal rumflog? Das ist ein Problem. Okay, hier. Natürlich auf der anderen Seite, die ich jetzt ein einziges Licht abgegrast habe. Wie fies. Das kannst du doch nicht bringen. Schalalalala. So. Erwähnte ich schon mal, dass ich gerne einen Staraptor als Partner hätte? Ja, was? 350 Mal schon? Oh, das tut mir aber leid. Vielleicht doch nicht. Aber ich dachte mir, es wäre passend, das in jedem Part am besten 16 Mal zu erwähnen. Möchtest du auf Staraptor reiten? Jawohl. Wo ist die Wüste? Das hier? Robadorf, genau. Ab dorthin. Ich freue mich schon darauf, wenn wir das Altru-Gebäude stürmen müssen, weil dort der Sitz der Nachtschatten ist. Ich bin mir relativ sicher, dass das bald passieren wird. So, aber vorerst möchte ich dir
eine frohe Botschaft übermitteln. Hier, ich habe deine stinkenden Gefährten. Viel Spaß damit. Nicht. Wieso macht es den Ruf auch noch? Oh Mann. Wenn die beiden zusammen auftauchen, raubt einen der Gestank die Sinne. Lass mich ihre Düfte diesen Behälter konservieren. Genau so. Das sieht so strange aus. Gerade Skunk-Tank. Ich denke mal, Smogmog und Slimog dagegen riechen sehr angenehm. Danke für das Angenehme meiner beiden Aufträge. Aus Smogmog und Skunk-Tank gebührt mein Dank dafür, dass sie den weiten Weg für mich hergekommen sind. Wir hätten auch einfach dich mitnehmen können. Das wäre viel einfacher gewesen, aber gut, da kommt mir natürlich keiner drauf. Nun, ich mache mich dann auf den Weg. Auf ein anderes fremdes Land auf der Suche nach neuen Düften für meine Sammlung. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Ey, Junge, ich hoffe nicht. Ich möchte den Auftrag nicht nochmal machen. Ja, toll. Und Skunk-Tank und Smogmog denken sich auch nur so. Ja, toll. Wie komme ich jetzt nach Hause? Ich bin in der Wüste. Das ist mein natürlicher Lebensraum. Eine Nachricht von Rhythmia. Ich weiß, ich schlage mich gut. Aber ich schlage mich doch gar nicht mit jemandem. Ich kriege Unlichtabwehr. Yeah. Wunderbar. So ein schön voller Fähigkeitenbildschirm. Dann wollen wir uns hier nochmal das Stabtor einsammeln. Und wir müssen jetzt ins Chroma-Hochland, denn dort war unser Auftraggeber für die Traunfugi-Mission. Das Problem ist, ich war schon so lange nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, wo die NPCs rumstanden. So, da hat er direkt angegriffen. Na, er will unbedingt immer seinen kleinen Wirbelsturm rausholen, damit er zeigen kann, ich bin gar nicht so leicht zu fangen, wie du mal sagst, Mann. Doch dann merkt er, so, vielleicht bin ich's doch, aber... Entschuldige dich bitte bei mir. Nein, Staraptor, das können wir leider nicht tun. Denn wir haben Dinge zu erledigen im Chroma-Hochland. Und das... Wo war das nochmal? War das hier? Ja. Please. Na, fast. Da. Chroma-Hochland. Wunderschön. Ja. Dann schauen wir noch, wie sah der Typ denn überhaupt aus, der uns diesen Auftrag gibt. Der diesen Auftrag vergibt, wohl er. Vergib mir! Oh, nee, Moment. Sehr gut. Das war ein Forsch. Was? Der Stiftstumpf. Warte, wie viel haben wir jetzt eigentlich für Partner bekommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dann gleich. 7, 8. Ja, 8. Das heißt doch lange nicht von jedem Typen. Plus halt ein paar, die wir nicht durch Aufträge bekommen haben. Also ja, so viele wären es gar nicht, die fehlen. Ist ja auch wurscht. Ich glaube, das war der Typ, der oben in den Ruinen steht. Deswegen gehe ich da jetzt mal zuerst hin, um da im Endeffekt zu merken, das war falsch. Aber ich kann es ja doch nicht riechen. Von jetzt nicht, da ich Skunk-Tank und Smogmog bei mir habe. Weil ich gar nicht weiß, wie ein Smogmog wohl riecht. Na, verdammt. Ach, Bibor. Du bist auch so wie Hundemon. Dir kann ich einfach nicht entkommen, du nerviges Etwas. Na, 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 schalalalala. Fliegt. Ja, klar! Flieg genau meine Route entlang. Warum ist der Weg so weit? Bibor. Verschwinde, sagte ich, sonst muss ich leider gleich Gewalt anwenden. Und damit meine ich, ich hole meinen Kreisel raus. Und zwänge dir meine Freundschaft auf. Oh Gott, das verfolgt mich immer noch. Bitte sag mir, dass du bist. Ha, sehr gut. Schön instinktiv dran gedacht. Bist du nicht recht jung für einen Ranger? Ja, und bist du nicht recht hässlich für einen Forscher? Du hast eigentlich recht. Ein Decker, Entschuldigung. Aber ein Decker nur als Hobby. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Darf ich dir meine Geschichte erzählen? Nein, ich habe ein echtes Problem mit einem Traunfugil. Okay, who cares? Ich verstehe nicht, was so lustig daran findet, mir beim Entdecken das Leben schwer zu machen. Vielleicht, weil es dich nicht mag. Genau wie ich. Diese lauen Traunfugil Nervensäge. Kannst du dagegen vielleicht irgendwas unternehmen? Ja, aber nicht deinetwegen. Nur weil ich einen Traunfugil als Partner hätte. Dein Traunfugil ist toll, großartig. Ich lasse dich das erledigen. Mir fällt jetzt auf beim Sprite von Smogmog. Schaut euch das mal an, wie da unten die ganzen Öffnungen, die Erhebungen pulsieren. Das Traunfugel sollte in einer Kammer in den Ruinen sein. In irgendeiner Kammer. Oh, das wollte ich dir auch noch sagen. Traunfugel schleicht sich von hinten an, um dich zu erschrecken. Du willst mir sicher die unvorbereitet erwischen lassen. Pff, oh je. Das klingt so, als wäre es irgendwie anstrengend. Vor allem in irgendeiner Kammer. Ist ja nicht so, als hätten wir hier absolut viele Möglichkeiten. Ich hoffe nicht da oben, wo Sandama war. Schauen wir uns doch mal um. Ich werde alle Kammern durchgehen, für die ich nicht triff. Oh, das ging erstaunlich schnell.
Hallo? Na, willst du kämpfen? Ja. Ja, was Liebe ist glücklich. Schaut euch das an. War das jetzt richtig? Oder irgendwie doch nicht. Ich habe doch. Ah, okay. Nein! Ja, es hat mich voll verspottelt. Da ist es. Wahrscheinlich. Dreh dich um, schnell! Ah! Gut, wir haben uns erschrocken. Na, ich bin. Das ist merkwürdig. Warum kann ich hier nichts tun? Was soll das denn werden? Ich wollte gar nicht rausgehen gerade. Das klingt schon wieder aus so einer komischen Aufgabe. Das geht wahrscheinlich gar nicht anders. Nee. Muss ich Licht machen vielleicht? Elektrik! Wir haben doch irgendwo ja ein Elektrik, wobei, ne, dann stand ein Zeichen über meinem Kopf, wenn dem so wäre. Okay, also hier ist Traufe schon mal. Das ist gut zu wissen. Okay, jetzt passiert nichts, wenn ich mich nicht bewege. Ah. Okay, I see. Ich habe verstanden. Einfach umdrehen. So einfach geht das. Alles klar, dann wollen wir mal Traunvogel fangen. Komm schon, begleite uns, kleiner Freund. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was Geisterfähigkeit war, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass diese Gesichter auf den. Wow. Bleib locker. Das hat schon was von Toho immer, diese Attacke. Ja, Mega Drehung. Ach komm. Lass mich dich umkreisen, Kleines. Ich versuch's gar nicht jetzt mit der Poweraufladung. Habe ich noch irgendeine Powerfähigkeit, die ich nicht brauche? Guck mal, das Liebe mal. Schadensziehende Substanz verschwindet. Ach so, das heißt, wenn sie seine Flammen da macht, kann ich sie ausradieren. Eine sehr gute Fähigkeit übrigens, möchte ich nur einmal anmerken. Könnte sehr praktisch sein bei solchen Bossen oder Gegnern, die gerne mal diese Lachen legen. Schön, es greift mit psychischen sowie von üblen Emotionen verführten Hugeln an. Das klingt schon, es hat keine Fähigkeit. Ja, warum wohl? Vielleicht, weil es sich unser schließt? I don't think so. Doch, natürlich. Ich hoffe, das flatterhafte störende Traumfüger hat seine Lektion gelernt. Ich danke dir dafür. Jetzt kann ich mich wieder meinem Entdecker-Hobby widmen. Tu das. Und schon bist du. Ah! Haha, gut gemacht, Trautvogel. I'm so proud to be a friend. Miau. Jetzt geht's zu Sneebel hin. Ihr passt zusammen. Das Trautvogel scheint sich mit Chris verbunden zu fühlen. What? Yeah, okay. Sehr schön. Trautvogel hat sich der Partnerpokémon angeschlossen. Soll Trautvogel dein Partner werden? Natürlich, das fragst du noch. Das fragst du noch, danke, Sneebel. Tschüss, ich muss echt mal wieder zur Partnerfarm gehen. Einfach um zu gucken, wie das aussieht. Mittlerweile. Traunfügel ist nun dein Partner-Pokémon. Und wo kommt das Electek her? Klar, normalerweise ist es hier drin, aber das war gerade reichlich strange. So, ich möchte mal kurz was gucken. Haben wir wirklich alle Aufträge jetzt gemeistert? Sieht's aus. Wunderbar. Ein schönes Gefühl. Traunvogel, die Geisterfähigkeit. Irgendwann werden sie es benutzen. Und dann werde ich auch wieder wissen, was sie bewirkt. Ich hoffe, Hypno teleportiert sich nicht wieder in uns, aber nein. Das tat es ja ab und zu ganz gerne, nicht wahr? Na, was sagst du jetzt so? Der dunkle Altar ist gar nicht so dunkel. Es ist erstaunlich hell dort. Toll. Du sagst absolut nichts dafür, dass wir das Traunvogel an unserer Seite haben, welches dir eben noch den Schreck deines Lebens eingejagt hat. So, hallo. Dabdi-dam, es ist nichts passiert. Nie im Leben bin ich an Staraptor angedockt. Oder so. Schneller fangen, kein Schaden. B. Wir haben nur ein B erhalten. Es wird immer schlechter. Staraptor macht sich gut. Staraptor ist wahrscheinlich das Pokémon, welches wir am häufigsten gefangen haben bisher. Ich möchte mal kurz nach Schikulingen. Einfach, weil ich sehen möchte, wie es da jetzt wohl aussieht. In unserer Partnerfarm, meine ich natürlich. So,
So. Ach, euch geht's gut hier, sehe ich schon. Sind irgendwie. Warum sind das so wenig? Wo sind die anderen? Sind die hier? Gehört das. Ah, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Ja, Glimunkel hatten wir nie als Partner. Oh, wow. Schneebedeckt ist mega happy. Aber es hat ja auch die beste Fähigkeit. Auf jeden Fall auch noch. Ach, schön. Das ist doch herrlich. Und Pantimi hatten wir auch nie als Partner. Gut, dann werden wir jetzt noch zurück zum Hauptquartier gehen. Aber ich denke, die Cutscene werde ich noch nicht auslösen. Das machen wir alles schön in Ruhe beim nächsten Part. Ich möchte aber jetzt zuallererst mal ein Staraptor fangen. Könntet ihr mir eins geben, ihr lieben Leute von heute? Ja, könntet ihr. Schön. So, Staraptor, jetzt werde ich dich fangen. Mit einem S-Rang. Und dann guckst du dumm aus der Wäsche. Ja. Pass auf. Ha! Zwei Umdrehungen. Da, das finde ich gerechnet. Von wegen, ich brauche drei. Ich brauche gerade mal zwei. Fang deinen Zug. Oh yeah. Das ist wirklich Rang S. Schön. Du Schaub, dann lass mich auf deinen Rücken. So, Dankeschön. Und wir schwimmen, hätte ich schon was gesagt. Zurück zur Rachel-Vereinigung. Genau. Schön, da bin ich ja gespannt. Ich sage, im nächsten Part erfahren wir, oh nein, die Altruggeber steckt dahinter, stürmen wir ihr Hauptquartier. Und dann sage ich die ganze Zeit, Leute, ich hab's doch gesagt. Immerhin sind die ganzen Klone mittlerweile verschwunden. Hier ist nur noch eine da. Sagen Sie, seid die Nachtschatten, was haben Sie vor? Keine Ahnung, niemand würde es jemals erfahren. Aber Leute, das war. Musst du meine Verabschiedung versauen, Staraptor? Ich weiß, du willst eine Revanche, aber. Na gut, die kriegst du noch. Die kriegst du doch. So, zufrieden, war trotzdem wieder ein S-Fang. Aber es ist ganz witzig, brauche ich bestimmt sowieso am Anfang des nächsten Parts, wenn ich zum Zielort fliegen möchte. So Leute, aber das war jetzt erstmal Pokémon Ranger 2, Finsternis über Albia oder nur Albia für heute. Bis dann, ciao.